Jo Leute, was geht? Heute spielen wir tatsächlich Five Nights at Freddy's, Leute. Viele haben es sich von euch gewünscht, aber wir spielen heute nämlich eine etwas andere Version, Leute, davon. Und zwar eine, wo du frei rumlaufen kannst. Diese Version gibt es so in einem normalen Five Nights at Freddy's nicht. Und zwar spielen wir heute nämlich Five Nights at Freddy's in Roblox. Und vertraut mir, wenn ich euch sage, dieses Spiel ist mindestens genauso gruselig wie das Original. Lasst unbedingt einen Daumen nach oben da und sollte dieses Video 6666 Likes schaffen, werde ich das originale Five Nights at Freddy's spielen und ihr könnt entscheiden, welchen Teil davon wir in echt spielen. Also, lasst ein Like da und abonniert den Kanal und wir legen los. Nacht 1, 12 Uhr oder eher 0 Uhr. Wir sind heute Nachtwächter unterwegs. USA. Oh. 1993. Alles klar. Ja. Ein Sommerurlaub-Job haben wir bekommen. Falsch ausgesprochen. Okay. Yo! Wie gut sind die animiert, Leute? Da sind die ganzen Animatronics. Oh. Okay. Eine schlimme Tragödie. Wahrscheinlich war das die Sache mit William Afton. Wow. Und da bin ich. Okay, Leute, wir sind jetzt in Freddy Fazbear's Pizzeria und die lassen uns nicht raus. Wahrscheinlich, als wir hier reingegangen sind. Warte mal, hier gibt es einen Shop, Leute. Was können wir da kaufen? Wir können dort eine Uhr kaufen? Extra 1%. Ja, wahrscheinlich dieser 1%. Der wird bestimmt was ausmachen. Klebeband, Falle, Taser. Alles klar, Leute. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich weiß nur das originale Spiel und da haben wir sie, Leute. Da sind die Animatronics und hier haben wir, Leute, Bonnie, Freddy, Chica am Start. Aber eine Frage habe ich. Wo ist Foxy hin? Leute, das ist jetzt echt ein Mysterium. Foxy scheint irgendwo verschwunden zu sein. Hey, wisst ihr vielleicht, wo Foxy ist? Hallo? Hallo? Okay, ich kann einfach durch sie durchlaufen. Noch lache ich über euch, aber ich glaube, ihr werdet mich gleich komplett jumpscared. Also, Leute, keine Sorge. Wenn es Jumpscares gibt, ihr bekommt eine Warnung. Guckt euch das Video ganz entspannt einfach nur bis zum Ende an. Das würde mich sehr, sehr unterstützen. Und bei 7000 oder 6666 Likes, Leute, gibt es auf jeden Fall das Originalspiel. Die Tür ist verschlossen. Bitte den Hausmeister, die Tür zu öffnen. Okay, lass mich erstmal hier abchecken. Da klingelt die ganze Zeit das Telefon dort. Sorry, out of order. Wir sind in Nacht 1 in Five Nights at Freddy's 1. In diesem Roblox-Spiel gibt es, by the way, alle Five Nights at Freddy's Teile gefühlt. Und ich weiß nicht, was wir hier alles haben. Das müsste wohl dieser Generator sein. Und was haben wir hier? Okay, da liegen ein paar von den Masken. Okay, ist das, glaube ich, die Five Nights at Freddy's Animatronics-Fabrik? Naja, legen wir los, Leute, mit dem normalen Spiel. Und ich habe dich gesehen, Freddy. Du guckst mich an. Ich sehe es. Ja, ja, ist ja gut. Ich bin ja bereits unterwegs. Ich gehe ja schon. Leute, entspannt euch mal. Der normale... Oh Gott, Alter, hier ist ein Zimmer. Merken wir uns mal die Anordnung der ganzen Zimmer. Okay, jetzt gehen wir rein, Leute. Hallo? 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 Ja, was denn? Oh, okay. Du hast hier vorher gearbeitet. Okay, weißt du was? Erklär mir nichts. Ich weiß schon, wie das hier abläuft. Man muss auf jeden Fall durch die Kameras gucken. Und man muss darauf achten, dass der Strom nicht auf 0% geht. Bis 6 Uhr morgens muss man aushalten. Und da sehen wir, Leute, die ganzen Animatronics. Freddy, Chica und Bonnie. Wir können uns hier umgucken durch die Kameras. Wie im originalen Five Nights at Freddy's. Ich muss nur darauf achten, dass ich nicht zu lange, Leute, in, in diesem Spiel unterwegs bin. In diesen Sicherheitskameras. Weil es kann sein... Warte, wie komme ich hier raus? Ah, so. Hier geht's raus, Leute. Dann gibt's hier auf jeden Fall das Licht. Oh, und das Problem ist, Leute, ich habe meine Softboxen an. Okay, ich sehe kaum was. Ich sehe for real gar nichts. Warte, da hinten, Leute, seht ihr? Da leuchten die Augen von einem der Kreaturen. Oh Gott, ich sehe nichts. Okay, Leute, ich sollte lieber mal kurz checken und das Licht mal anmachen. Alter, wisst ihr was, Leute? Ich habe doch keinen Bock. Leute, ich hab doch keinen Bock darauf. Ich mach mal lieber die Tür zu. Wobei, das verbraucht voll viel Strom. Ah, das sollte ich lieber nicht anmachen, Leute. Gucken wir mal lieber in den Kameras nach. Also, wir haben hier die Bühne. Oder war hier die Bühne? Okay, alle sind noch am Start. Ich beobachte das Ganze. Warum? Ah, okay, wenn man wegguckt, dann geht man weg aus dem Kamerasding. Alles klar, Leute. Hab ich das Geräusch gerade gehört? Was war das für ein Geräusch? Hallo. Hallo, Animatronics. Habt ihr euch gerade angefangen zu bewegen? Ich hoffe mal ja nicht. Sieht nicht gut aus. Es ist 1 Uhr und ich habe schon nur noch 84, 83%.
Okay, alles gut. Alles gut, Leute. So, wir warten ein kleines bisschen ab. Noch sehe ich niemanden. Noch sehe ich nicht, dass einer der Animatronics sich bewegt. Und ich glaube, Leute, guck mal, wir können sogar hier hingehen. Also normalerweise könnte ich darauf achten, wenn eine der Animatronics sich anfängt zu bewegen. Aber wo ist Foxy? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt, Leute. Wo ist eigentlich Foxy, der Fuchs? So, alle sind noch am Start. Gucken wir mal durch alle Kameras. Kamera deaktiviert, nur Audio. Warum? Das macht doch gar keinen Sinn. Wir warten noch ein bisschen ab, Leute. Ich beobachte weiterhin die Lage. Und wir sehen, die Animatronics sind noch da. Sie haben sich noch nicht bewegt. Bin ich eigentlich hier safe? Oh Gott, Leute, ich habe übelst Angst. Ich weiß nicht. Man sieht einfach diese leuchtenden Augen von denen. Noch hat keiner angefangen, sich zu bewegen. Aber ich habe mir sagen lassen, in diesem Spiel, Leute, bewegen sich die Animatronics einfach so. Okay. Chica ist weg! Wo ist Chica? Ich sehe Chica in Kamera 1B. Die geht Richtung Ausgang. Da ist Chica, Leute, da. Okay. Ah, Bonnie bewegt sich gerade. Wo geht sie hin? Leute, 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 Leute. Leute, sie ist auf dem Weg zu mir. Ich sehe dort einen Schatten da, wo mein weißer Punkt ist. Oh Gott. Leute, wir müssen Licht anmachen. Ah, sie kommt. Sie kommt. Bonnie kommt. Hilfe. By the way, Freunde, wir haben dieses Spiel schon einmal mit KidMave zusammengespielt auf meinem Roblox-Kanal. Also, checkt unbedingt den Kanal IDBlocks ab. Dort haben wir ebenfalls dort das gespielt. Und es wird wahrscheinlich sein, dass wir es öfter spielen. Also, abonniert den IDBlocks-Kanal. Ich muss die Tür abschließen. Aber ich muss Chica auch unbedingt im Blickfeld behalten. Chica ist auch, glaube ich, irgendwo hier. Machst du dieses Dom-Dom-Dom-Dom-Geräusche? Okay, Chica ist immer noch in Kamera 1B. Währenddessen ist Bonnie... Hier. Leute, Bonnie ist bei mir. Bonnie ist bei mir. Sie ist direkt hier. Kann ich aufmachen? Oh Gott, lieber doch nicht. Lieber zumachen. Mal abchecken, wie es hier aussieht. Ja, noch alles safe, oder? Noch ist alles safe, Leute. Noch ist alles safe. Okay, Leute, 3 Uhr. Okay, Bonnie ist immer noch dort hinten. Sie ist immer noch da hinten, Leute. Gott, ist das gruselig. Ich sehe sie dort hinten die ganze Zeit. Ich muss Chica beobachten. Wir müssen auf jeden Fall, Leute, falls ihr das Ziel von Five Nights at Freddy's noch nicht verstanden habt, es geht darum, dass wir auf... Chica ist bei Kamera 7B. Kamera 7B, jetzt ist sie weg. Wo ist sie hin? Leute, sie ist dort. Yeah. Oh mein Gott, Freddy! Freddy hat sich auch bewegt. Okay, die Lage ist klar. Bonnie ist weg. Okay, Bonnie ist weg. Das ist gut. Aber wo ist Chica? Wo ist Chica? Chica! Chica! Wow! Da ist jemand. Kommt sie? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass du mich kommst, um zu holen. Hallo? Die ist immer noch da. Aber ich sollte mal lieber hier gegenchecken. Oh Gott, das ist nicht gut, Leute, wenn ich hier einfach so reingehe. Hallo? Alles gut, Leute? 4 Uhr und nur noch 30% Akku. Das ist nicht gut, Leute. Das ist Knapperino. Mehr als knapp geht nicht. Oder ist das Freddy? Freddy Fazbear. Oi, 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 oi. Oh, 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 oh. Freddy Fazbear. Okay, bisher bewegt sich noch nichts. Ich darf nicht abschließen, Leute, weil ich verbrauche zu viel Strom. Aber ich muss die ganze Zeit Bonnie im Blickfeld behalten. Oh Gott, sie kommt! Sie kommt! Sie kommt! Da ist sie, Leute! Da ist Bonnie. Und da ist Chica! Oder Freddy. Chica oder Freddy? Ich weiß nicht, auf jeden Fall eine von den beiden. Oh, Leute, das ist... Oh! Hallo! Alles gut? Ist immer noch da? Okay, Leute... Oh, Chica ist unterwegs! Chica, hi! Leute, ich schaff das nicht. Ich schaff diese Nacht nicht. Okay. Freddy... Oh! Oh, Leute! Ich hab bald keinen Akku mehr. Mein Strom ist weg. Wo ist Freddy? Chica ist weg, oder? Chica, bist du weg? Oh nein. Der Strom. Help. Oh Leute, bitte. Lass mich doch in Ruhe. Ich sehe dich. Oh Gott. Oh nein, da ist Freddy. Okay, Jumps. Nein. 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 Leute, wir schaffen die Nacht nicht, ne? Das schaffen wir nicht. Mein Akku ist leer. Please. Bitte 6 Uhr morgens. Es ist zu spät. Ah, ich kann nicht mehr. Jetzt jump. Leute. Warum wollt ihr das? Wollt ihr das? Habt ihr ein Like da gelassen? Wollt ihr das? Oh Gott. Was haben wir? Name ID-Blocks. Nachtwächter. Status.
tot. Ist ja klar. Zuletzt gesehen, 5 Uhr morgens. Oh, Mann, wir waren so gut. Wertung C haben wir sogar bekommen. Okay, Leute, wir haben hier in diesem Spiel die Möglichkeit, Five Nights at Freddy's 1, 2, 3, 4, Sister Location, Kellerjagd, Rache der Puppe und noch andere Spiele zu spielen, die bald rauskommen werden. Wir machen aber immer noch Five Nights at Freddy's 1 weiter und wir gehen jetzt in Nacht Nummer 2 hinein, weil ich habe in der Vergangenheit Nacht Nummer 1 schon einmal gespielt und dort haben wir das tatsächlich geschafft. Deswegen gehen wir jetzt in Nacht Nummer 2 hinein und schau mal, was für ein Unwesen die Animatronics dann treiben. Nacht Nummer 2. 0 Uhr. Nachtwächter. Okay, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall wieder die Rolle des Nachtwächters, aber ich habe mir ebenfalls auch noch kurz den Hausmeister dazu gekauft und ich glaube, warte mal, dieser Raum, den kenne ich noch gar nicht. Der ist neu, oder? Es scheinen die Bäder zu sein. Ich meine, okay, es ist ein Restaurant, Leute. Und es ist eigentlich ein ziemlich cooles Restaurant. Also so ein Five Nights at Freddy's Real-Life-Restaurant wäre doch eigentlich was Cooles. So, hier ist so ein Drehventil. Da haben wir, Leute, wieder die drei Animatronics. Aber Foxy müsste eigentlich auch langsam dabei sein. Was meinst du? Hast du Bock, dass Foxy kommt? Leute, lasst mal ein Like da und Foxy kommt in Nacht Nummer 2. Also, ich glaube, das Ganze ist halt sehr, sehr akkurat zu den Originalteilen. Deswegen, alle Leute, die das Original gespielt haben, schreibt mir bitte in die Kommentare, worin unterscheiden sich die Nächte? Ich weiß, die Monster-Animatronics sind bestimmt ein bisschen aggressiver, aber wo ist wirklich der Unterschied? Ha, Leute, ich habe mir doch gerade eben eine Taschenlampe gekauft. Wo ist meine Taschenlampe? Jedes Mal. Hallo? Yo, was geht ab nochmal? Yay, Nacht Nummer 2. Ist das nicht weird, dass ich die Animatronics nicht... Alter, das Telefonat geht immer noch weiter und die Animatronics laufen gerade wie wild hier rum. Oh mein Gott. Alter, das war gerade crazy, Leute. Chica war gerade richtig schnell unterwegs. Da ist sie. Moment. Wer bist du? Ich dachte, du bist Freddy. Oh Gott. Oh Gott, da ist jemand unterwegs. Da ist jemand unterwegs. Oder war das in der Kamera? Oh, da ist Chica schon wieder. Leute... Ich mach das nicht so gerne mit, sage ich euch ehrlich. Ich check nur ganz zur Sicherheit. Ich weiß, es verbraucht super viel Strom. Aber wir haben auf jeden Fall in Kamera... Was ist das für ein Geräusch? Kamera 3B. Foxy hat 1% gestohlen. Was? Ich sehe dich, Chica. Ich sehe dich. Aber Alter, was war das gerade? Leute... Nacht Nummer 2 ist ja noch schlimmer. Was ist das? Wie soll man das denn schaffen? Ich sag's euch, Leute, ganz ehrlich. Das ist doch zu schwer. Oh mein Gott, Chica ist unterwegs. Das heißt, hier ist schon mal keiner. Oder? Nein, hier ist niemand. Oh, it's me. Wow, wow. Was war das gerade? Zumachen! Hi. Alles gut? Leute, ich glaube, ich schaff das nicht. Warum ist das so schwer? Seht ihr das? Sie ist zurückgelaufen. Sie ist eindeutig zurückgelaufen. Oh ja. Oh nein, komm bitte nicht zurück. Please. Nicht zurückkommen, okay? Bleib da, wo du bist. Ist okay? Bleib bitte da, wo du bist, ja? Ganz entspannt, okay? Nichts machen, alles klar? Und was ist hier los? Hier ist auch alles cool. Hier ist auch alles cool. Okay, dann ist alles entspannt. Leute, wir haben erst 2 Uhr mittags und ich habe schon so viel Strom verbraucht. Aber ey, die Animatronics sind doch einfach nur geisteskrank schnell. Die sind doch einfach nicht mehr normal. Was ist denn das? Da ist auf jeden Fall einer... Oh, die ist bei mir. Okay. Ich sehe dort den nächsten... Warte mal. Das ist hier. Das ist hier. Hallo, Foxy. Wie geht's dir so? Ich meine, Bonnie. Alles entspannt? Vermutlich. Na, Chica? Und, wie verbringst du deinen Abend so? Also ich bin immer noch auf der Suche nach Freddy. Freddy ist da. Dann ist alles okay. Aber Chica ist halt nur direkt bei mir. Da kann ich nichts machen, Leute. Naja, wir müssen so lange warten, bis Chica verschwindet. Ich meine, es gibt gerade eh nichts, was ich hier ändern kann. Also, ist Chica verschwunden mittlerweile? Oh! Oder was war das? Eigentlich alle sterben. Leute, ich muss ein Erfolgserlebnis haben. Was war das gerade? Foxy, du schleichst dich doch normalerweise ran, oder nicht? Oh, das ist wirklich das gruseligste Spiel, was ich gespielt habe jemals. Und ich bin richtig schlecht darin. Habt ihr bitte Tipps? Ab in die Kommentare.
Wir probieren es noch einmal. So, Leute, wir probieren das Ganze noch einmal. Und Leute, wisst ihr, was ich jetzt habe? Ich habe eine Taschenlampe, damit ihr mich nicht mehr jumpscaren könnt, wisst ihr? Dann sehe ich euch nämlich sofort. Guckt mal, Leute, jetzt sehe ich viel besser. Boah, Leute, das Spiel wird doch jetzt so easy, Alter. Let's go, würde ich sagen. Und das Plakat, Partytime. Ja, ich glaube, ihr seid die Einzigen, die eine Party feiern wollt. Und da bist du! Ich habe mich immer gefragt, wo Foxy ist. Ohne die Taschenlampe hat man sie gar nicht gesehen. So, du hast mich gerade eben gejumpscared mit deinem schnellen Rumgelaufe. So eine Freche, wirklich, Leute. Oder so ein Frechdachs. Aber ja, jetzt kann man wenigstens alles sehen. Und jetzt wird hoffentlich alles ganz entspannt. Nicht weiß, nicht wahr? Let's party! Let's party! Yeah! Oh Gott, Alter, es ist immer noch so. Aber immerhin, Freunde, meine Taschenlampe verbraucht jetzt keinen Strom. Das ist sehr, sehr wichtig. Und ja, jetzt werden wir das Beste geben, Leute, diese Nacht durchzuziehen. Wir haben auf jeden Fall hier diesen Cupcake, der ist von Chica und... Oh, so Leute, jetzt wo ich alles sehen kann, kann ich doch, glaube ich, jederzeit beobachten, ob die anfangen, sich zu bewegen. Dadurch würde ich doch einen riesen Vorteil haben. Da, der Umhang, Leute, von Chica fehlt. Und ich sehe dort die Animatronics. Na, ihr Kleinen, wann habt ihr Bock, euch zu bewegen? Glaubt ihr, ihr kriegt mich? Ich gehe doch lieber nicht nah dran. Deren Augen sind dunkel geworden. Naja, ich chill da mal da im Hintergrund. Also, ich beobachte euch gleich einfach auf den Kameras. Alles Roger? Dann gehe ich mal, Leute, lieber zu meinen Kameras. Ich hoffe, dass wir es schaffen können. Alles entspannt. Die sind alle noch da. So, ich beobachte euch ganz genau als Nachtwächter. Ihr werdet dieses Mal nicht gewinnen. Meine Taschenlampe. Wo kommt das Geräusch her? Wer macht das Geräusch? Wer macht dieses Dam-Didi-Dam-Dam-Dam-Dam-Dam-Geräusch? Wer ist das? For real, wo kommt das her? Wo kam das Geräusch gerade her? Okay, 90%, 1 Uhr. Alles gut noch. Alles ist okay. Solange die nicht anfangen, sich einfach wild zu bewegen, ist alles okay. Aber for real, wie gut findet ihr dieses Spiel? Also ich habe mir ein paar Videos natürlich von Five Nights at Freddy's 1 reingezogen. Und ich bin ehrlich, ich finde das Spiel ist besser. Ich finde das Spiel ist besser, weil du rumlaufen kannst. Du siehst die Animatronics in einer höheren Qualität. Und es ist irgendwie noch mit verschiedenen Rollen beschmückt. Und man kann es im Multiplayer spielen. Also wenn ihr Multiplayer haben wollt in Five Nights at Freddy's, dann schreibt einfach mal ein MP in die Kommentare. Und ich sag's euch auch for real, Leute. Diese Animatronics sind echt gut animiert. Sag mal, bewegen die sich auch oder ist das nur so ein... So... Nein, die bewegen sich kaum. Okay. Alles cool, Leute. 2 Uhr und die haben sich noch nicht bewegt. Finde ich cool. Feier ich. Mag ich sehr. Ach, dann kann ich ja jetzt entspannen, Leute. Meine Nachtschicht ist gleich vorbei. Hm, was haben wir denn hier? Dum didi dum 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 dum. Ist was passiert? Warte. Da hat sich jemand bewegt. Foxy hat sich genau in diesem Moment bewegt. Ein Augenblick. Da war doch jemand. Hat sich jemand bewegt. Okay. Beide sind weg. Oh Mann, ey. Okay. Foxy ist dort. Und sie fegt den Boden gerade. Und Chica ist... Ich hab Track verloren. Ich hab Tracking auf Chica verloren. Wo ist Chica? Leute, das ist nicht gut. Wo ist Chica hin? Leute! Chica! Sag mal, wo bist denn du hier? Wir haben 70% Akku noch. Das ist ziemlich stabil, aber anstatt die ganze Zeit hier rumzudödeln, sollte ich lieber mal in den Kameras gucken. Okay, Foxy ist gleich da. Ich sehe, dass sie gleich da ist. Das ist schon mal nicht gut. Chica, wo bist du? Da ist sie. Okay, sie ist noch weit weg. Weit weg ist sie. Hallo. Okay. Bonnie ist jetzt offensichtlich da und Chica ist noch ein ganzes Stück weit weg. Moment. Wo ist sie hin? Sie ist schon wieder woanders. Wo ist sie hin? Ah, da ist sie. Warte, da hat sich jemand bewegt. Da hat sich jemand bewegt. Komm schon, Leute. 50%. Wir schaffen das. Ich mache mal zur Sicherheit beide Türen zu gerade. Ich muss auf Nummer sicher gehen, dass hier niemand ist. Da ist auf jeden Fall Foxy. Ich meine Bonnie. Aber Chica finde ich nicht. Chica finde ich gar nicht mehr im Bild. Es ist so, als wäre sie despawned. Da ist sie. Okay. Chica ist auf dem Weg zu mir. Ich sehe es. Chica ist auf dem Weg, Leute.
Die sollte gleich direkt da sein. Oder sie ist da. Naja, ich habe es auf jeden Fall gesehen. Chica ist definitiv gerade in der Cam. Okay. Die Tür muss ich aufmachen. Die Tür muss ich aufmachen. Wer macht dieses Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum-Dum? Komm, Leute, es ist 5 Uhr nachts. Wir haben noch 10%. Ich lasse die Tür jetzt einfach zu und ich guck nur hier raus. Komm, 9%. Leute, oh, da hat sich jemand bewegt. Da hat sich jemand bewegt. Hallo? Wer immer da war, bitte auf Wiedersehen, sage ich euch. Bitte gehen Sie. Bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ist Chica noch da? Ja, sie ist immer noch da. Oh, Mann, ey. Kommt schon. Noch 5%. 4%. Oh Gott, Leute, das wird knapp. Das wird sauknapp. Oh! Okay, kannst du bitte abhauen? Ich muss die Tür jetzt öffnen. Oh nein. Ey, wenn ich jetzt deswegen verliere... Sie geht! Nein! Freddy? Freddy, ey, komm jetzt im Ernst. Ich habe bis 6 Uhr durchgehalten. Ich kann nur nichts... Bitte! Bitte! Bitte 6 Uhr morgens! Please! Leute, ich hau einfach ab. Ich gehe einfach hier hin. Ist mir völlig egal. Ja! Ja! Let's go! Let's go! Woohoo! Wir haben es bis 6 Uhr morgens geschafft, Freddy! Was sagst du? Was sagst du dazu? Ich hab's geschafft. Ganz knappes Ding war das, Leute. Das war ein ganz knappes Ding. Da ist auf jeden Fall Chica. Die hat diese Tür einfach nicht verlassen. Ey, mit der Taschenlampe, die hat schon geholfen. Leute, wir haben's geschafft. Wir können abhauen. Raus aus dieser Hölle. Endlich. Juhu, let's go. Oh mein Gott. Name, ID-Blocks. Nachtwächter. Status, lebendig. Lebendig. Zuletzt gesehen, 6 Uhr morgens. Mitarbeitergehalt, $7. Bewertung, B. B ist gar nicht schlecht. Obwohl ich mit 0% durchgekommen bin. Aber dieses Level war sehr, sehr schwer gemacht. Leute, an der Stelle würde ich sagen, das war's von diesem Video, Leute. Wenn ihr das originale Five Nights at Freddy's haben wollt, ich mag es nicht, es ist zu gruselig. Aber das ist genauso gruselig. Das ist eigentlich fast genauso gruselig. Dann lasst einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und schreibt MP in die Kommentare, wenn wir das Ganze im Multiplayer spielen wollen. Und checkt, Leute, unbedingt meinen Roblox-Kanal aus. Da kommt ihr zum neuesten Video. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. IDs raus, haut rein und ciao.